Stardock. Oxide. Ihr dachtet, ihr könntet uns einfach auf der Erde zurücklassen. Ihr dachtet, die Galaxis gehört euch. Dass ihr mit diesen Welten tun könnt, was ihr wollt. Ihr habt euch geirrt. Am Ende werde ich dich aber trotzdem vernichten. Ashes of the Singularity. So. Ach, wie sagt man so schön? Alle guten Dinge sind drei. Wir probieren das jetzt zum dritten Mal. Wer die anderen Folgen gesehen hat, die erste. Also die erste Aufnahme haben wir ja nicht hochgeladen, die zweite, ja, Hammer. Und zwischendrin, ja, mal wieder Verbindung verloren. Die haben aber dann gesagt, okay, die machen wir. Oh, er startet schon. Und jetzt probieren wir es halt nochmal und hoffentlich bis zum Ende. Und los geht's. Los geht's. Bin ja großzügig. Aber ich sag dir, wir können auch so Starcraft kann ich dir auch empfehlen für 15 €. Na, vielleicht hast du noch mehr Bock auf Strategiespiele gegeneinander, also. Ja, Starcraft, wie gesagt, ich habe das ja damals schon mal gespielt beim College, aber schon einige Jahre her. Ich habe das zu Release fast gehabt und das war 2012. Also 6 Jahre ist das schon her. Das hat er alles aber noch gespeichert bei Blizzard. Da hatte ich noch meinen alten Rechner. Von Medion, von Aldi. Ich mag Strategiespiele eigentlich sehr gerne. Nicht also. Genug Metall. Na und vor allem, ich hatte ja nie einen, mit dem ich das zusammen zocken konnte. Nicht genug Metall. Ach hey, geht das schon wieder los. Okay. Ich da mal helfen, weil wir brauchen dringend Metall. Ja. Aber cool sind auch diese Wege so, ne? Wenn du jetzt irgendwas baust, dann ja. Kommt da so ein neuer Weg zu dem Hauptweg quasi. Ja, das Spiel ist genial, also weiß auch nicht, also dass das nicht mehr so richtig online gespielt wird. Es gibt ja die Steam nicht wo auf der Steam-Seite generell bei der Shop-Seite, wo man Community Hub reingucken kann, wie viele das gerade spielen, da wird das auch nicht angezeigt. Es gibt noch eine Internetseite, da kann man jedes Spiel nachgucken. Wie das gerade spielen. Wirklich jedes Spiel, das habe ich mir in die Favoriten reingepackt im Browser. Oh. Das sind manchmal nur 5 Leute oder so. Also, als das Spiel released wurde, da waren richtig viele, also logisch. Aber jetzt leider nicht mehr. Ja, ich habe mir jetzt mal Ding einblenden lassen, diese Gesundheitsball.
da von den anderen. Ja, kann man sich einblenden lassen, genau, ne? Genau, ja. Dachte ich mir. Die Frage ist halt, ob das irgendwann störend wirkt oder nicht. Also momentan ist es okay, weil ich noch nicht so jetzt die Einheiten habe. Ja. Jeder könnte es doch unter Umständen störend wirken. Aber es ist halt nur praktisch, wenn man die Gesundheitsbalken sieht, wenn man quasi die Gebäude markiert. Jedes Dröhnchen ein Tönchen. Ja, es gibt ja auch sehr viele Strategiespiele. Also das ist ja auf dem PC hast du ja, das gibt's ja auf der Konsole eigentlich fast gar nicht, so Strategiespiele. Auch mein erstes, deswegen, was ich auf Konsole als Strategiespiel hatte, das war noch PlayStation 2. Ja. Ah, wie hieß das? Age of Empires, genau. Age of Empires 2 mit dem König da. Irgendwas mit Blablabla Kings. Glaube ich auch. Jedenfalls, das sieht wir an Windows, da haben wir uns, da haben wir uns extra so ein Link-Kabel gekauft, ne, mit zwei Konsolen aneinander stöpseln. Ja. Vor allem, ich hatte den Vorteil, ich habe für die PlayStation damals sogar Maus und Tastatur gekauft, weil ich konnte mit Controller keine Shooter spielen. Das war noch Zeit. Ja. Und da ging, also du konntest es eigentlich genauso auf der PlayStation spielen wie auf dem PC. Einzige, was war halt nicht war, diese Shortcuts konntest du nicht bearbeiten. Also du musstest halt mit dem Tastaturlayout leben, was dir die Konsole quasi vorgibt. Ja, auf dem PC selber kannst du sagen, was weiß ich, F ist, was weiß ich, Gebäude so und so bauen und so, das ging auf der Konsole halt nicht. Du kannst halt bloß sehen, welche Shortcuts nie belegt sind, ich weiß nicht, aber selber ändern kannst du nicht. Okay. So, dann können wir uns mal hier rum. Komm mal mit. Ich weiß, wer schon wieder auf dem Weg zur Mitte ist. Ich saß bloß niemanden. Ne? Woher willst du das wissen? Tja, ich hab da so meine Spione. Thank you.
Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Alter, wo wollen die hin? Junge. Nimmt man hier erstmal das da ein. Jetzt habe ich auch mehr Bilder pro Sekunde, jetzt habe ich 160 Bilder. So. Ich habe die Grafik runtergeschraubt, meine lieben Freunde. Kann sein, weil das Spiel brauchte früher schon vor 2 Jahren 16 GB RAM. Ältere Abonnenten wissen ja, ich habe nur 8 GB. Dann ist es deswegen vorhin auch abgestürzt. Ich kann dir ja was leihen. Ja. Ich habe noch 22 frei. Ja. So. Ja. Theoretisch könnte man das bei mir auf dem Rechner im Splitscreen spielen. Aber das ist scheiße. Splitscreen, ja. Ja. Ja, aber das habe ich sogar 180 mit. Ja, da geht schon wieder voll Action. Die werkeln dann noch, die werkeln hoch. Ich sehe schon, die Mitte ist grün. Okay. Ja. Hier wird immer weiter ausgebaut da drüben. Ich schicke mal den Flattermann raus. Aber Uran ist wenig hier auf der Karte, ne? Ja. Thank you.
Wann installiert. Dreadnought-Start initiiert. Was? Dreadnought-Start? Was ist das? Nicht genug Uran.
Quanten-Upgrade installiert. Diesmal sieht es ein bisschen schlimmer aus für mich, wa? Quanten-Upgrade installiert. Du hast dir da nur vorgebrecht und einfach da vorne alles hingestellt, was du hattest. Ja, wirst ja schon auch sehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe einfach kein Uran, das ist das Problem. Ja, habe ich auch nicht. Dann könntest du die auch gar nicht bauen, die großen. Doch. Also Uran-Ding habe ich gefunden, aber mir fehlt ständig Uran. Die brauchen übelst lange, bis sie gebaut sind. Ja, das stimmt, ja. Dreadnought nimmt Schaden. Boah, Alter. Dreadnought meldet kritischen Schaden. Mächtig. Dreadnought-Start initiiert. Schwer umkämpft, ja. Alles laut. Ja, ich hab halt noch sowas Großes nicht. Das ist das Problem. Ich kann mit denen jetzt hier auch nicht. Alter, die machen die ja, die Kleinen ja richtig schnell weg. Ja, die haben Bomben. Ja. Da kann ich mich gar nicht mehr in Sicherheit bringen. Nicht groß beiseite lassen.
nicht genug Metall. Ich komme hier einfach nicht vorwärts. Wir haben einen Generator erhalten. Das Problem, also. Ich habe kein Uran, das ist das größte Problem. Ja, Uran ist Mangelware momentan, auch bei mir. Ich habe ständig Minus. Ich habe noch gar nichts. Minus kann ich auch, man kann in der Himmel die großen kann man nicht ohne Uran bauen. Hast du noch gar kein Uran-Dings? Nee. Weil es gibt ja fast ein Metall hier auf der Karte. Das ist ganz schlecht zu finden. Meistens sind Metall. Ich war ja vorhin, haben wir es ja schon mal gespielt. Da war ich ganz unten links, war ich schon, da war denn was. Aber. Zu wenig Uran hier auf der Karte. Da habe ich einen Überschuss. Ja, Metall, so. Ja. Ohne geklagt. Metall ist ja überall, bei jedem Einzelnen. Uran. Alles nichts Besonderes. Du verlangsamst das Spiel, stand gerade bei mir. Was, ich? Ja. Nee, wenn bei dir steht, du verlangsamst das Spiel, dann verlangsamst du. Also hat er bei dir schon mal angezeigt, dass ich das verlangsame? Bei mir stand noch nichts da. Ja, bei mir hat er schon ein paar Mal angezeigt. Also jetzt okay. In diesem Spiel ist das erste Mal, aber beim letzten Mal auch schon. Warum zeigt er dann bei mir nichts? Dreadnought-Start initiiert. Hier läuft fast rein. Aber mal hoffen, dass das nicht wieder abstürzt. Ja, also meine interne Festplatte leuchtet auf jeden Fall nicht. Also das ist, bei mir läuft alles gut.
ich endlich Uran gefunden. Das wurde auch mal Zeit, ey. Wenn man so einen Teil hat, wo Uran ist, dann kriegt man ja auch schon Uran. Egal, ob man da was gebaut hat oder nicht. Ja, also das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Also ohne Uran zu anfangen, das ist einfach das Allerwichtigste. Der Punkt da in der Mitte, das Territorium ist gar nicht so wichtig. Erstmal muss man Uran haben. Darum dreht sich das. Ich glaube, erst wenn man Uran hat, kann man den Quantenverstärker bauen. Kriegt man mehr Logistik. Also zu Anfang muss man immer erst auf Uran setzen. Das habe ich jetzt schon mal in dem Spiel gelernt. Das ist ultra wichtig. Aber das macht Spaß. Ja. Ja, das mit dem Uran, das hat mich weit zurückgeschlagen. Dreadnought-Start initiiert. Das hätte ich wissen müssen. Naja, man lernt nie aus.
Dreadnought-Start initiiert. Okay, also du kannst auch 1200. Ja. Quanten-Upgrade installiert. Also eine Strategiespiele muss man erstmal reinkommen. Wir spielen das auch noch nicht so lange. Ja. Dreadnought-Start initiiert. Jetzt haben sie mich auch rumgeholt. Ja, das sind die Bots. Was ist das denn? Da fährt so ein Ding rum, was übrigens blinkt. Festplatte, meine interne, ist auf jeden Fall ruhig. Dreadnought-Start initiiert. Das war vorher nicht der Fall. Es ist gut, dass ich die Grafik runtergeschraubt habe.
Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Dreadnought-Start initiiert. Hätte ich schützen müssen. Quanten-Upgrade installiert. Dreadnought-Start initiiert. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Dreadnought-Start initiiert. Du hast das höchste Turinium-Niveau. Okay, die machen da ihr Zeug. Alles klar. Dreadnought-Start initiiert. Quanten-Upgrade installiert.
Quanten-Upgrade installiert. Okay, ist auch so ein Kreuz, aber da ist nix. Normaler Punkt. Der Jäger da oben überlebt ganz schön lang bei Thunder Base, wa? Welcher Jäger? Ich hab da oben noch einen Jäger bei dir. Der tut dir die ganze Zeit bombardieren. Ja, das ist klar. Ich hab ja auch keine Abwehr. Der raucht aber schon. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought Upgrades verfügbar. Okay, jetzt ist er da weg. Jetzt ist er weg. Dreadnought-Start initiiert. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought Upgrades verfügbar. Dreadnought Start initiiert. Alter, was hast du da gebaut? Ballistische Waffen so. Oder was? Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought Upgrades so verfügbar. Komm einfach. Ich hab das zu spät gebaut, die Großen. Dreadnought meldet kritischen Schaden. Alter, boom. Wie so eine Atombombe. Ja. Leistungsfähigkeit erhöht. Ja, das war klar. Dreadnought Upgrades verfügbar. Dreadnought nimmt Schaden. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Dreadnought nimmt Schaden. Dreadnought meldet kritischen Schaden. Oh,
wie das wackelt, ne? Ja. Ja, da muss ich einen Screenshot von machen, ey. Das waren zu viele, ey. Man hat ja auch schon eine Funkzeit gesehen. Enemy Nexus has been destroyed. Ja. So. Ach, wenigstens eins mal geschafft. Jo. Und dann noch die beruhigende Musik wieder. Ich hab ja gesagt, das ist ein geiles Spiel, ey. Hatten wir unseren Spaß heute mit. Ja, meine lieben Freunde, da habe ich kläglich versagt. Ja, man muss trainieren. Das ist ja heute der Erststart gewesen. Na gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie immer, für euch. Ja, ich wünsche euch immer noch eine schöne Zeit. Genießt euer Leben. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet ihr wieder ein. Bei Robin Hood. Genau. Alles klar, euer Robin Hood. Bye bye. Und ich sag auch ciao ciao. Ja, wir gucken uns aber nochmal die Statistiken ein bisschen an. Das ist ja schon echt der Wahnsinn. Aber die Statistiken sind roh. Gut Wirtschaft. Ja, das kann man mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielern spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, denn ist einer zu viel. Naja, dann kannst du ja noch... Investiert. Aber ich habe immer investiert in diese Quantum-Dinger. Immer gespart und investiert. Ja, wie war das bei mir ja mit dem Uran? Millionen. Ich habe gar keinen Uran gehabt und ich wusste auch nicht, dass man das Uran für die Großen braucht. Vor allem Uran braucht man für fast alles, was nachher ja, wichtig ist. Was nachher wichtig ist schon. Du hast am Anfang auch viel Landgut gemacht, ne? Zwischendrin ja, machen wir gleich mal, auf. Bei diesem Mal jetzt nicht, aber das ist das in der Mitte dieses Regionen Teil kontrolliert so. Steht hier. Bei Statistiken, Diagramme, Regionen kontrolliert. Na, hast du einen Ticken schneller Land gut gemacht, dann waren wir, ja, kannst du sagen, gleich auf. Dann warst du wieder höher wie ich und dann habe ich nachgezogen und dann, ja, geht die Linie kontinuierlich hoch bei mir. Jetzt haben wir hier Trinium. Ja, genau, das war dann der Wendepunkt da in der Mitte, in diesem Trinium-Ding. Jo. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt auf das Spiel, lasst einen Kommentar da oder macht einen Daumen hoch, wie auch immer. Zeigt es jedenfalls und dann nochmal was. Geil. Also, ciao, ciao.